spielst in der Natur, so eine hohe Lebensqualität. Und trotzdem läuft noch lange nicht alles wirklich gut. Everyone hates the unrelatable. And I love to place two of them in the arena of the public's eye and try and get them to fight about something dumb. And we pick sides, cause staring at it too long made our life look like muted pastels. We'll love you if you just make us feel better. Also die Person, die Ihnen gegenüber gewalttätig ist, ist eine Person, mit der Sie sehr intim in Beziehung sein. Und das ist meistens eben der Partner, der Ehemann oder der Ex-Partner oder Ex-Ehemann. Dazu kommt häufig nur auch die Ursprungsfamilie, also der Tata, der gegen der Tochter gegenüber gewalttätig ist. Oder auch ganz häufig der Sohn, der erwachsene Sohn, der der Mama gegenüber gewalttätig ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe eigentlich gesagt, es hat Wendungen gegeben. Die Folge erzählt ohne davon. Soziale Probleme, ein Riesenfeld. Und da sieht man auch wieder, wie alles zusammenhängt. Sei es das leistbare Wohnen, Gleichberechtigung, Gewalt gegen Frauen. Viele junge Leute ziehen weg. Es fehlen Arbeitskräfte, die Kulturszene leidet und die Sanität. Und. Zuallererst habe ich mich in den Zug hineingesetzt und mich auf den Weg nach Bozen gemacht. Dann sind wir weiter mit dem Auto zur Salewa. Der Inhaber und Präsident von der Oberalp AG ist der Heinrich Oberauch. Er hat die Marke Salewa aufgebaut und führt unter anderem auch die Marke Dynafit. Zudem ist er Präsident von Unternehmerverband Südtirol. Eigentlich haben wir mit ihm gewählt, vor allem über Klimaschutz reden. Er hat aber auch Ahnung, was soziale Themen angeht und gilt als sehr engagiert. Zuerst haben wir gefragt, wie er sozial gerecht er Südtirol findet. Das große Problem in Italien und auch in Südtirol ist, dass mehr Netto vom Brutto bei der Arbeit Unternehmer bleibt. Das werden ja mehr als 50% kriegt der Staat. Ganz schlecht ist, wenn einer mehr arbeitet, dann nimmt der Staat noch mehr. Anstatt, wenn wir Arbeitskräftemangel haben, dann sagt die Arbeiter mal ein bisschen mehr. Von der Mehrarbeit sollte der Mitarbeiter mehr bleiben. Aber dann nimmt der Staat noch mehr weg. Da geht es auf 60-70% auf. Das heißt, jetzt sollte es fast nicht aus. Das Gesetz ist gemacht worden, wenn es einen Haufen Arbeitslosigkeit gegeben hat, dass nicht die Arbeit behalten und die anderen auf der Straße sein und keine Arbeit haben. Das hat einen Sinn gehabt. Heute, man sagen kann, es gibt null Arbeitslosigkeit und braucht viel mehr, müsste das eigentlich belohnt werden, wenn einer sagt, ich arbeite mehr und dass er mehr in der Tasche hat. Es sind auch Unternehmen gefordert, gute, faire Löhne zu zahlen. Natürlich, ein Unternehmen muss allem schauen, dass es wettbewerbsfähig bleibt. Weil wenn es nicht mehr wettbewerbsfähig bleibt, dann ist keiner geholfen. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann gibt es auch viel soziale, gibt es viel Geld, da einen öffentlichen Haushalt zu finanzieren und gibt es auch Geld wieder über die Einnahmen der öffentlichen Hand nachher wieder Investitionen zu fördern, die in die Nachhaltigkeit führen. Also eine florierende Wirtschaft kann für ein Land gut sein. Wichtig ist, dass das Geld, was erwirtschaftet ist, dann auch richtig eingesetzt wird. Wir kommen dann noch über ganz viele andere Themen geredet und mehr dazu später und vor allem in den nächsten Folgen. So, jetzt zu einem Thema, das mit dem Thema auch zusammenhängt. Leistbares Wohnen. Bei den Straßenumfragen haben wir von ganz vielen verschiedenen Leuten gehört, wie wichtig so das Thema ist. Besonders Familien und Mütter, die nicht vor der Kamera reden gewählt haben. Sogar junge Leute haben schon Probleme, erstens eine Wohnung zu finden und zweitens die Wohnung nachzufinanzieren. Und ein eigenes Haus zu bauen ist sowieso total unrealistisch für die meisten von uns. Ich habe verstanden, Südtirol hat einfach
ein riesengroßes Wohnungsproblem. Und das Thema leistbares Wohnen trifft sicher ganz, ganz viele verschiedene Leute. Vor allem Familien, RentnerInnen und die jungen Leute, die sich gerne auf die eigenen Füße stellen taten. Aber das ist nicht das einzige Thema, das die Jugend beschäftigt. Und zu dem habe ich noch einen bekannten Menschen für uns Jugendliche gefragt. Es kennst ihn. Stefan von DJ-Duo Subsurface. Jetzt müssen wir es aufzeigen. Wer ist jetzt wer? Jetzt muss mein Kappel wieder aussetzen. Das kennst du nicht mehr. So. Yes! So, gutgütiger, okay. Deiner Meinung nach, Stefan, gibt es zu wenig Orte oder zu viel Orte für junge Leute in Südtirol? Ich finde, für das Nachtleben, was wir haben in Südtirol, kann man eigentlich ziemlich zufrieden sein. Logisch, in Großstädten ist ein bisschen mehr los als bei uns. Aber dafür, dass wir eigentlich so ein großes Land sind und so wenige Einwohner haben, haben wir tatsächlich ziemlich viele Möglichkeiten zum Feiern und zum Ausgehen. Also so vom Angebot her, das ist so ein geht's uns ziemlich gut. Herr Ridor, Oberhauser? Aber es gibt natürlich Einschränkungen, die es in andere Länder nicht gibt. Erstens ist es bei uns mal viel, viel schwieriger, logisch von A nach B zu kommen, vor allem in der Nacht. Das heißt, es ist nicht so einfach, jetzt einfach mal aus dem Haus zu gehen und sagen, ich gehe jetzt mal schauen. Ich meine, ich bin da jetzt beste Beispiel, ich wohne in Kastelruth am Arsch der Welt. Ich wollte von Brixen nach Kastelruth fahren, bin dann mit dem Nightliner bis Weitbruck gekommen. Da gibt es dann theoretisch einen Anschluss von Weitbruck nach Kastelruth. Allerdings ist der erste Bus später umkommen und der zweite Bus hat nicht gewartet. Wenn es die Nightliner oder die Möglichkeiten geboten werden, dann sollen sie natürlich auch sinnvoll geboten werden. Wenn der Anschluss nicht wartet auf den anderen, dann macht es keinen Sinn, was das ist. Ich bin dann noch zweimal nie mehr gefahren, weil ich einfach zweimal mit anderen Leuten vier in der Früh auf der Hauptstraße in Weitbruck bei minus 10 Grad gestanden bin und dann, wollte es dann auch nicht mehr ein drittes Mal rum und ich geht es halt mal stark davon aus, dass die Linie einfach jedes Mal am Samstag um 4 in der Früh leer fährt, weil es, keine Ahnung, nicht genutzt wird oder nicht genutzt werden kann. Weißt du, ob sie bei so Sachen wie Nightliner und so weiter, ob sie da junge Leute mit infizieren? Da habe ich das Gefühl, dass das passiert. Ein Problem, was ich jetzt vielleicht sehe, ist, dass die Künstler nicht wirklich so von öffentlichen Mitteln gefördert werden. Es wird sicherlich viel mehr in Bereichen Tourismus und andere Bereiche getun. Ich glaube, da war natürlich noch viel mehr möglich. Was ich in anderen Städten gesehen habe, es wird ziemlich viel eigentlich in Kultur investiert. Und das ist halt eben in Südtirol das Problem. Südtirol lebt zum großen Teil vom Tourismus und es kollidiert dann halt oft, wenn ein Festival bis 4 in der Früh geht und daneben ist ein großes Hotel, dann ist natürlich in Südtirol allem das Hotel an erster Stelle, auf das dann geschaut wird. Das heißt, das Festival muss sich ans Hotel unpassen oder ans Skigebiet unpassen und generell an die Touristen unpassen. Da leidet man halt als Künstler dann schon oft drunter und es war halt trotzdem fein, oft wenn man ein bisschen mehr akzeptiert und unterstützt wird und dass man nicht allem das Gefühl hat, man ist ein bisschen ein Dorn im Auge. Das liegt jetzt nicht allein an der Politik, das liegt natürlich auch an die Einwohner. Ich glaube, Südtirol hat generell eher relativ altes, viel mehr ältere Einwohner als junge. Bin mir zwar nicht sicher, aber halt es fühlt sich relativ oft so um. Gewisse Clubs dürfen jetzt die Leute nicht mehr auslassen, also haben das One-Way-Ticket-System, weil sich die Nachbarn aufgekommen. Das sind so Einschränkungen, die von der Politik eben gemacht werden und die wirken halt komplett gegen das Nachtleben, weil, wie gesagt, es ist da, um sich mal frei zu fühlen und mit so vielen Einschränkungen ist halt dann halt ein Widerspruch. Ich habe in den letzten Monaten davor mal gedacht,
Dreck, ich gehe aus Südtirol und das gehört den ganz vielen Leuten so, aus verschiedensten Gründen. Schon leid, wenn Wien aus sich forscht oder Hamburg oder wo auch immer, die Leute da draußen sind so viel weltoffener. Keine Ahnung, man fühlt sich einfach wohler, als ist viel toleranter. Du wärst nicht blöd umgeschaut, weil er mal mit Birkenstock und Socken rausgehst. Das passiert in den Städten nicht. Die Mentalität bei uns ist teilweise einfach so rückständig. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wieso so viele Leute weggehen und nicht mehr zurückkommen. Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht, weil gerade als auch mit der Reportage ein bisschen viel war. Bin nach Huren gefahren und dann eben den Gedanken gehabt, soll ich weggehen? Und dann gedacht, Alter, wie geil war's, wenn Südtirol einfach so wäre. Das, was in Kopenhagen passiert, was in so vielen anderen Ländern passiert, besonders den nordischen Ländern, was für uns südliche Länder oft Vorbilder sein, was war, wenn das in Südtirol umsetzbar war? Keine Ahnung, aber man kann so viele geile Sachen machen und ich glaube, das ist schon ein Grund, wieso ich da bleiben möchte. Weil ich glaube, dass jeder von uns etwas verändern kann. Und wenn es leider einmal seine Stimme erheben muss. Man kann so viel tun und ich vermisse halt immer ein bisschen das optimistisch sein. Vielleicht auch mal naiv sein. Die Gesellschaft kommt ja nicht weiter, am Räumen stehen bleiben und sagen, na, Veränderung ist nicht gut und er bringt ihn eh nicht. Vielleicht braucht man ein bisschen der Naivität doch. Viele Junge gehen in andere Länder zum Studieren, weil sie da wissen, okay, in Südtirol verpasst man nichts, es wird in 15 Jahren allem das Gleiche sein. Andere Städte entwickeln sich weiter, man kann was erleben. Ja, als junger Mensch, glaube ich, ist schon in andere Orte interessanter. Und du hast ja auch noch in Hain-Rober auch gefragt, was wäre das für dich? Natürlich, manchmal ist es die Liebe, dass ich immer kennenlerne. Was ich Gott sei Dank erlebe, ist, dass nach gewisser Zeit die Leute schon wieder gern zurückkommen, weil sie sehen, die Lebensqualität bei uns ist einfach, ja, ist unvergleichbar. Wieso bleiben sie draußen? Sicherlich manchmal ein bisschen eine offene Welt. Manchmal wird es auch die Gehälter sein, dass sie einfach mehr zurückkriegen, schon manchmal auch mehr berufliche Chancen haben in gewisse spezialisierte Unternehmen. Aber die Industrie von Südtirol ist halt eine Hightech-Industrie, speziell in Elektroautomotiv oder in anderen Bereichen. Zum Beispiel Interkabel in Bruneck. Es gibt man kaum ein Elektroauto, das hat ein Stück von Interkabel drinnen. Das hat dann jetzt die Verbindung von der Batterie zum Motor. Im öffentlichen Bereich ist es sicher so, gerade in der Medizin oder so, dass halt die Gehälter, aber manchmal auch die Ausbildungschancen noch im Ausland verkehrt sind. Und jetzt machen wir einen harten Cut und gehen zum Thema Gleichberechtigung. Frauen haben dieselben Rechte. Ja, auf dem Papier vielleicht schon. Aber wir als Gesellschaft sind längst nicht gerecht. Und das ist messbar. Mädchen erzielen im Schnitt bessere schulische Ergebnisse als Buben. Und Frauen haben häufiger einen höheren Bildungsabschluss in der Tasche. Und trotzdem gibt es das Lohngefälle, der Gender Pay Gap. Sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst. Und der ist beträchtlich. In beiden Sektoren sind es ca. 16% Gehaltsunterschied. Die Folgen von den Lohngefällen zeigen sich dann auch logisch im Alter. Frauen kriegen ca. 42% von den gesamten Südtiroler Renten, während Männer 58% kriegen. Und jetzt zum Thema Gewalt gegen Frauen. Das sind unsere Mamas, Omas, Uromas, Töchter, Schwestern. Ey, ganz ehrlich, ich hatte die Frauengewalt vorher komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin erst im Laufe der Dreharbeiten drauf gestoßen. Ich habe von Projekt Erika gehört, bin dann ins Schlanderser Krankenhaus, habe sie gefragt, irgendwie noch Daten, ob sie Statistik genommen. Dann habe ich einen Kontakt gekriegt, Sarah Pagazzi. Sie arbeitet im Verein Frauen gegen Gewalt in einer Beratungsstelle in Meran. Ich habe ihr gedurft ein paar Fragen stellen. Womit haben Sie jeden Tag zu tun? Mhm. Es kommen hauptsächlich Frauen, auch junge Frauen, auch jugendliche Mädchen in die Beratungsstelle, wo es um Beziehungsgewalt geht. Also die Person, die ihnen gegenüber gewalttätig ist, ist eine Person, mit der sie sehr intim in Beziehung sein. Ist das psychische Gewalt, ist das körperliche Gewalt?
Wenn man jetzt ganz konkret über die Formen der Gewalt spricht, dann ist alles dabei. Also dann ist psychische Gewalt dabei, dann ist sehr wohl auch körperliche Gewalt ein Thema. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema. Auch in Paarbeziehungen ist sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung Thema. Ökonomische Gewalt, also geförderte und bewusst eingerichtete finanzielle Abhängigkeit. Stalking meint das verfolgende Verhalten, auch wenn ich eine Beziehung beendet habe, dass das nicht respektiert wird. Und der Nährboden für die ganzen Verhaltensweisen ist unsere patriarchale Gesellschaft. Also wir sind über die Jahrhunderte in Gesellschaften, die Entscheidungskompetenz und Macht in Mann übergeben wurden. Und Frauen und Kinder waren lange Zeit Besitz. Dass das nach wie vor noch in den Köpfen weitergelebt wird und in Beziehungen auch Thema ist, dass ich in der Beziehung weniger Wert habe als er. Und auch wenn wir jetzt über Beziehungsgewalt reden und auch wenn wir über Femizide reden, dann ist das mit der Grund, wieso das passiert. Dann ist es nicht leicht passiert, weil jetzt der jeweilige Täter aus einer muslimischen Kultur stammt oder weil der jeweilige Täter ein Alkoholproblem hat. Das sind Zusatzthemen, aber das sind nicht die Erklärungen. Viele wird es jetzt natürlich geben und ich verstehe es auch so, wahrscheinlich sind die meisten Täter nicht Italiener. Für mich ist es dann ganz schwer auszuhalten, wenn das Thema Gewalt an Frauen dazu missbraucht wird, um gegen Ausländer zu wettern oder gegen Migrationspolitik zu sein. Also hell ist für mich inakzeptabel, das kann ich absolut nicht unterschreiben. Es gibt kein besonderes Täterprofil, also wir gehen durch alle Kulturkreise durch, wir gehen durch alle sozialen Schichten durch, alle Altersgruppen sind vertreten. Für mich ist aber das Thema Gewalt an Frauen sehr wohl ein kulturelles Thema, aber ein kulturenübergreifendes Thema, denn in den meisten Kulturen haben wir patriarchale Gesellschaften. Und es ist kein Thema, was uns dabei helfen soll, gegen Einwanderung zu sein. Absolut nicht. Gleichberechtigung ist ein großes Thema, was an sich ja schon extrem traurig ist, dass wir heute noch darüber diskutieren müssen. Und viele sagen ja, die Frau ist schon gleichberechtigt. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel, was das Gegenteil beweist. Das Risiko, Gewaltbeziehung zu haben, habe ich leider aufgrund der Tatsache, dass ich Frau bin. Wenn ich das Thema Gewalt an Frauen betrachte, muss ich wirklich sagen, uns zu uns handelt es sich um männliche Täter. Wenn es um männliche Opfer geht. Also wenn Männer Gewalt erfahren, dann ist meistens ebenfalls wieder ein Mann der Täter. Nicht, weil ich jetzt von gleichgeschlechtlichen Beziehungen rede, sondern weil ich zum Beispiel an Söhne denke, die vom eigenen Vater Gewalt erfahren. Oder das miterlebt haben, was der Vater mit der Mama gemacht hat über die Jahre. Mir ist in die Statistik hinaufgefallen, dass die Täter meist die Partner oder Ex-Partner sein. Laut Astat sind es 80%. Und 93% der Fälle passieren innerhalb der Familie. Wenn ich das gelesen habe, ich war die Zahlen sind krass. Es ist ein großes Thema und wir sind drin, das was du vorhin gesagt hast, nicht gleichberechtigt, sondern wir sind in der richtigen Richtung. Und ich denke, viele junge Mädchen wachsen heran mit dem Bewusstsein, ich kann alles schaffen, ich darf alles dienen. Ich glaube, in die Richtung haben wir schon viel investiert. Aber das eckt dann irgendwann an. Spätestens dann, wenn ich ein Kind habe und merke, dass Beruf und Kind nicht so einfach ist zu vereinen. Und ich als junge Mama kriege ständig dann die Mitteilung, du gehst schon arbeiten. Na, bis das Kind 3 Jahre alt ist, muss ich unbedingt noch daheim bleiben. Also da eckt man dann an. Nicht? Und wenn wir jetzt die Gleichberechtigung vielleicht öffentlich schon gut leben, auf einem relativ guten Niveau, also noch nicht gesättigt, aber auf einem relativ guten Niveau, dann ist das nicht unbedingt so, dass das dann in die privaten Haushalte auch so gelebt wird. Ich stelle mir gerade vor, wie du ist jetzt so ein Fall, die Frau geht arbeiten und kommt sozusagen heim und hat wahrscheinlich schon Angst, heimzukommen. Was hat das für psychische Folgen auch für das ganze Leben? Also ich bin sehr beeindruckt, wenn ich das mit beobachten kann oder mit ansehen kann,
was für Entwicklungen die machen, welche Wege die für sich finden, indem sie sich aus der Beziehung lösen. Also, aber das, was du sagst, das stimmt. Also da hat man über die Jahre einen großen Stressfaktor auszuhalten und vielleicht denkt sich die breite Öffentlichkeit, dass das schwache Frauen sein, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Also das kann ich absolut nicht unterschreiben. Ganz im Gegenteil sind das Frauen, die sehr stark sind und das schaffen, in so einer Situation zu überleben. Und dann auch durch die Entscheidung, ich steige jetzt aus und ich gehe meinen Weg, wirklich für sich ein sehr zufriedenstellendes Leben in der Freiheit dann auch erreichen. Also das kann ich wirklich sagen, das habe ich so oft schon mitverfolgt. Und da muss ich schon sagen, Wohnungen zu finden in Südtirol ist schwierig. Extrem schwierig. Das ist auch nicht beim leistbaren Wohnen. Leistbaren Wohnen, genau, das ist für uns da in der Beratungsstelle ein Riesenthema, weil ich schon sagen will, dass der Wohnungsmarkt diskriminierend ist. Ich denke, es ist besonders schwierig für Frauen, es ist besonders schwierig für Frauen mit Kindern und es ist besonders schwierig für Frauen mit Kindern und Migrationshintergrund. Thema Catcalling, ich glaube, viele wissen nicht genau, was das heißt. Wo sind so Szenen, wo es da ablaufen? Also ich mache auch Präventionsworkshops ab der dritten Mittelschule aufwärts. Fast jedes Mädchen in so Workshops hat das erlebt, dass sie irgendwo auf dem Bus wartet und ihr jemand von Auto ausschreit. Oder wenn sie durch die Stadt geht und ihr wird irgendetwas nachgeschrieben. Empfunden wird es teilweise so von der Gesellschaft nur als Anmache. Es ist normal. Okay. Es ist ja toll, wenn ein Mädel Komplimente kriegt, wenn sie irgendwo wartet oder durch die Stadt geht. Aber im Endeffekt seien das nicht Komplimente. Das löst Unbehagen aus. Ich kann mich da selber zurückerinnern an meine Zeit. Plötzlich, du bist Kind, dann wärst junge Frau und plötzlich schreit dir jemand etwas nach. Sind so Sachen, was man da nachgeschrieben kriegt? Ja, ciao Bella, was hast denn du für einen geilen Hintern? Das erzählen uns die Mädchen auch. Du bist aber eine Nette, du bist aber eine Liebe. Und das geht meistens in Richtung meines Körpers. Ich glaube, Mädchen oder Frauen starten so etwas gar nicht. Ja. Die kommen nicht auf die Idee, sowas zu machen. Und zu dem Thema hat auch Stefan noch etwas erzählen wollen. Genau, das ist eigentlich ein riesengroßes Problem, von dem wir eigentlich nichts gewusst haben, beziehungsweise nicht so wirklich auf dem Radar gehabt. Und zwar hat mir jemand geschrieben, sie war gestern feiern, also gute Freundin, sie hat geschrieben, sie war gestern feiern und es war eigentlich ganz cool gewesen, aber es waren halt ein paar Leute und die haben sich irgendwie nicht gewusst, wie sie sich aufführen sollen und die haben sie dann halt umgegriffen, also an Körperstellen, wo man halt eigentlich schon ein bisschen Respekt haben sollte und jetzt nicht einfach so jemand umgreifen sollte. Das war jetzt früher im Sommer, habe ich das 2-3 Mal gehört von unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Orten. Und dann habe ich eine Story gemacht, dass das nicht sein kann, dass man als Frau oder als Junge sich da beim Ausgehen irgendwie so Angst haben muss, so irgendwie belästigt zu werden. Und da haben dann so viele Leute drauf geantwortet, irgendwie nicht mehr ausgekannt, in der Gewiss, dass es so ein großes Problem ist, beziehungsweise was die meisten einfach gesagt haben, dass das komplett Standard ist. Also man wundert sich mittlerweile gar nicht mehr, in echt teilweise nicht mehr gewiss, was sagen, dass das teilweise effektiv auch ein Grund ist, warum viele einfach nicht mehr ausgehen oder gewisse Orte meiden, weil sie wissen, da ist ganz schlimm. Kannst du da ein paar Beispiele erzählen? Ja, es waren 60, 70 Leute, die dann effektiv darauf geantwortet haben. Und es fängt eigentlich schon allein mit verbalen Ausdrücken oder mit Blicken oder mit Glaschen online und es geht dann halt effektiv auch mit ziemlich aufdringlichen Gesten dann halt mit, wo teilweise dann halt auch die Gitschen umgegriffen werden und oder beim Arm genommen werden und wie ich so mitgekriegt habe, die meisten Gitschen wissen eigentlich eh genau, wovon wir da jetzt reden und schwierig das zu beschreiben. Ja. Ich war selber nie in der Position. Ich glaube,
Jungs kennen das einfach nicht so. Aber ich bin mir sicher, wenn du jetzt jemand aus deinem Freundeskreis fragst, als eine weibliche Person, der weiß zu 100%, wovon wir reden, und der kann dir, glaube ich, selber auch was schildern, so traurig es ist, aber was ich mitgekriegt habe, ist es echt sehr, sehr, sehr geläufiges Problem. Gibt es da eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sowas tun, oder geht das quer durch die Bank? Na, das ist eben das, was mich gewundert hat. Es hat nichts mit Alter zu tun, es hat nichts mit Herkunft zu tun, es hat, glaube ich, auch nicht wirklich was mit spezifisch Erziehung zu tun. Also es gibt nicht jetzt den typischen einen Typ von Menschen, die sowas machen. Wir haben Leid erzählt, wo es auf der Tanzfläche passiert ist. Wir haben Leid erzählt, wo es im VIP-Bereich passiert ist. Wir haben Leid erzählt, wo es ganz junge Leute, also wo es 16-jährige Bierbeln waren. Wir haben Leid erzählt, wo es 25-jährige Männer dann schon waren. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man das nicht weiß, so wie gesagt, ihnen das selber nicht gewiss ist und denen dann halt auch so fragt, warum erzählst du das nicht oder warum wissen wir nichts davon, und die Antwort war eigentlich meistens ja, entweder ja wieder mit abgefunden, weil kann es sowieso nicht ändern, oder was solidieren, oder wenn ich mich dann umdrehe und schaue, wer es war, dann merkt man es nicht. Und ich glaube, eben in erster Linie war es einmal höchste Zeit, dass sich die betroffenen Leute da auch einsetzen, damit jeder das weiß, dass das passiert, damit man da einmal gemeinsam sich irgendwie dagegen einsetzen kann. Wenn das ein Kollege von mir tat, dann tat ihm gleich so, soll das, wie kommst du auf sowas überhaupt? Oder was erwartest du dir mit solchen Aktionen? Die Securities, jeder Club hat Securities, jedes Festival hat Securities. Gerzel Securities, sage ich ihm, schau, der hat mich umgegriffen, ich will das nicht, der hat nicht das Recht, mich umzugreifen. Und dann logisch, best case, haut ihn aus, wenn er das öfter tut, oder wenn er es einmal tut, war natürlich schon höchste Zeit, so jemand auszuhauen aus dem Club, so der Leitung beim Feiern nichts verloren. Vielleicht nächsten Tag eine Nachricht an den Club schreiben, schau, da gibt es die und die Personen, die greifen da die Gitschen und dann im Club sagen, schau, wenn die nächstes Mal wieder kommen, sag sie mir nicht beim Eingang, sie sollen das lassen, und sonst lasst sie gar nicht inni. Also ich glaube, Kommunikation ist allem nur das wichtigste Mittel, um Probleme zu lösen. Dann ein anderer Punkt, wie man sowas sicherlich ändern kann, ist, wie gesagt, wenn ich einen Kollegen sehe, der sowas tut, dann gehe ich als Typ selber hin und sage, lass den Scheiß. Glaube ich, kann man sich auch auf jeden Fall, oder soll man sich auch mal getrauen, den darauf umzusprechen. Als dritten Punkt, glaube ich, ist die Erziehung in der Hinsicht auch voll wichtig. Ich glaube, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man so erzogen wird, dass man sowas einfach nicht tut. Sicherlich, man kann es extern irgendwie in die Schulen oder so beibringen, wobei ich es halt jetzt nicht als Hauptaufgabe für die Schulen sehe. Andererseits habe ich in der Schule so viel Bullshit gelernt, den ich nie brauche, in den nächsten 20 Jahren nicht brauchen werde und den ich auch nie gebraucht habe. Und über solche Sachen redet man halt nicht. Ich persönlich bin halt wie ein Schock da, wie viel Gitschen das wirklich sein. Hellig Tag. Ja. Ich habe das leider so random gemacht. Ich bin, glaube ich, so, ich weiß nicht, ich glaube, in Österreich gefahren, oder irgendwo bin ich halt hingefahren, noch so schnell eine Story gepostet, halt noch so schnell. Die haben einfach keine Ruhe mehr gehabt, ich habe so viele Nachrichten gekriegt. Ja, und es traurig ist einfach, dass das so normal ist, einfach. Femizid. Also der Mord an Frauen, weil sie Frauen sein, wieso die Definition? Genau. Also den Begriff Femizid braucht es, weil der Begriff Mord ist nicht genug. Weil Femizid meint, dass ich als Frau getötet werde, weil ich eine Entscheidung trifft, die mein Partner nicht akzeptiert. Es ist der letzte Gewaltakt mit tödlichem Ende. Also davor ist meistens schon viel, viel passiert. Das Problem ist, dass Tötungsdelikte, die hat man nicht präsent. Das ist so dramatisch, dass man sich das nicht denkt, dass jemand auch so weit gehen kann.
wenn es wirklich Elemente dafür gibt, dass man das denkt, dass es in die Richtung gehen kann, noch kann man mit der Frau einen Sicherheitsplan entwerfen. Noch kann man mit ihr mitdenken, vielleicht gehst in nächster Zeit über einen anderen Arbeitsweg oder schaust, dass du eine andere Arbeitszeit machen kannst. Schaut man einfach, dass sie ihr Leben so ändern kann, dass er, der Mann, nimmer Kontrolle über ihr Leben hat. Und das muss man mitdenken. Nach all dem frage ich mich, ohne Frage ganz besonders, wieso hört man so wenig über das Thema, wo das eigentlich in jeder Gemeinde und in ganz vielen Familien wirklich präsent ist? Ich denke, man hört, man fängt an, über das Thema zu hören, wenn man sich damit befassen will. Nachher höre ich alleweil mehr. Also ich höre bleibt zu dem Thema, mir kommt vier, die ganze Öffentlichkeit spricht lang über das Thema. Ja. Aber wenn ich das nicht sehen will, dann kann ich das ausklinken. Ja. Das ist garantiert so. Und wenn ich jetzt leider einen Mord an die Celine Matzold denke, da ist da noch ganz, ganz viel passiert. Also es war in den Medien ganz stark präsent, es war in der breiten Öffentlichkeit ganz stark präsent. Ich glaube, es ist in den Haushalten sehr, sehr stark angekommen. Wenn man das gesehen hat, dann hört man es nicht mehr auf zu sehen. Was sagen Sie jetzt, wenn jetzt ein Politiker vor Ihnen stand, was taten Sie denn empfehlen, was dat helfen? Das Thema Gewalt an Frauen, da lösen wir nicht mit jetzt müssen wir etwas tun. Wir müssen dranbleiben, wir müssen vielleicht bestimmte Leistungen verbessern, wir müssen viel mehr investieren in Präventionsarbeit, absolut. Wenn man den Fachpersonengehör gibt, wenn man das annimmt, was Fachfrauen seit 30 Jahren zu dem Thema machen und welche Richtung sie denken, in welche Richtung es wichtig wäre zu gehen, also was Respekt vor den Beziehungen bedeuten, das muss man erlernen, auch in den Schulen. Und Präventionsarbeit zu dem Thema ist einfach, steht in den Anfängen, braucht Gelder, braucht Ressourcen. Das sind für mich die Lösungen auf lange Sicht. Wenn wir die Chance haben, durch ein anderes Denken über Beziehungen alleweil mehr Menschen zu fördern dass alleweil mehr Menschen im Denkbewusstsein groß werden. Weil das fängt schon in jugendlichen Beziehungen an. Also es gibt durchaus auch junge Mädchen, die müssen in der Früh im Freien ein Foto schicken, wie sie angezogen sind. Damit er sagen kann, ja, so passt es nicht. Und ich darf mir wünschen, dass die neuen Generationen eine Chance auf Sexualerziehung haben in der Schule, dass sie sich, obwohl sie als Bub, als Mädchen geboren sind, in die Richtung entfalten und entwickeln können, die für sie wichtig ist und die sie möchten. Also ich möchte schon, dass die jungen Generationen in Südtirol die Chance auf die Bildungsarbeit da haben. Aber es ist wichtig, dass auch Fachpersonen regelmäßig geschult werden. Wenn wir jetzt da an das Projekt Erika denken, da ist ja ständig auch wieder Personalwechsel. Also das kann sich nicht mit einer Schulung getan haben. Da muss man dauerhaft präsent sein. Was können wir Männer dort tun, vielleicht an alle Zuschauer jetzt, wie man schafft, alles zu verändern? Ich denke, man kann als Mann auch was dafür tun, dass wir uns als Gesellschaft in eine andere Richtung bewegen können. Man ist über die eigenen Privilegien blind, aber man kann eine Entwicklung machen. Man kann vielleicht seinen Einfluss nutzen, indem man sagt, schau, aus meiner Sicht, du betreibst es, da hör mal auf, lass sie Ruhe, wenn sie nicht mehr mit dir zu dir haben will, dann musst du das akzeptieren. In die Richtung kann ich agieren. Wenn mein Freund, Freund von mir, als Bub zu mir sagt, meine Freundin hat mich stehen lassen, mir geht es dreckig und ich halte es nicht aus, ich will sie zurück, dann sagst du, nein, konzentriere dich auf dich selber, versuch das zu verdauen, denk an die, und lass sie sein. Mir fehlt schon als Frau Männer, die Rollen vorleben, die nicht so typisch macho sein. Eine toxische Männlichkeit. Toxische Männlichkeit, die steht für mich nach wie vor nur im Vordergrund. Und da gibt es für mich Entwicklungspotenzial. Da würde ich mir schon wünschen, dass sich die Männer für das aktivieren. Hab's zugelassen. Vielfältigkeit an Männlichkeit ist gefragt und erwünscht. Oder dass Nachbarn wissen, wenn sie in der Nachbarswohnung so etwas hören, dass sie sich autorisiert fühlen, die Ordnungskräfte zu rufen. Das ist auch so eine Mitteilung, die mir wichtig ist zu geben. Weil viele denken sich, ja, was passiert denn da? Na, die schreiben schon wieder, na, da geht's zu, was tue ich denn? Die Ordnungskräfte rufen. Also das ist durchaus ein
Ja, absolut. Wenn Sie noch mal ganz kurz das Projekt Erika erklären, wie das funktioniert? Ja, also das Projekt Erika ist ein Projekt ausschließlich für die Krankenhäuser. Da ist das Personal ausgebildet worden und die Frauen, die sich aufgrund der Gewalt, die sie erfahren haben, an die Krankenhäuser wenden, können allein, auch weil der Mann vielleicht dabei ist, allein wenn sie das Wort Erika verwenden, dann weiß das geschulte Personal, da geht es um Gewalt an Frauen. Also versuche ich mit der Frau in einen separaten Raum zu gehen und versuche ihr Zeit zu schenken. Wenn die Frau es will, kann das Gesundheitspersonal direkt mit ihnen in Kontakt treten und ihn mit der Frau sofort in Verbindung setzen. Generell, wenn man jetzt betroffen ist, was war es einem so der beste oder einfachste Weg? Um Hilfen herkommen. Ja. Auch wenn man zweifelt, auch wenn man sich nicht sicher ist, auch wenn man denkt, na, im Grunde geht es ja dicht. Wenn Sie wählen gehen, was also Ihre ausschlagenden Themen? Schwer, weil es mich schon persönlich schon auch sehr stört. Welcher Missbrauch mit dem Thema Gewalt an Frauen im Wahlkampf passiert. Also das stört mich persönlich sehr. Deswegen alle Parteien, die das Thema dazu missbrauchen, um zu sagen, wir haben zu viele Ausländer, wir müssen Ausländer abschieben, also wir werden sicher nicht Parteien sein, die ich wähle. Soziale Probleme sind komplexe Probleme und brauchen komplexe Lösungen. Alle Parteien, die mit vereinfachten Lösungen kommen, und das ist aber leider im Wohlkampf vielleicht Alltag, ja, sind noch nicht Probleme. Nach all dem, es sind harte Themen und Realitäten. Wir sind als Gesellschaft sicher weit, aber wir diskriminieren allem noch viele verschiedene Leute. Und zählt nicht nur Frauen, sondern zum Beispiel auch LGBTQ. Und ich weiß, dass sehr viele Probleme mit dem Thema LGBTQ haben. Und da möchte ich ganz kurz etwas sagen. Das sind Menschen, die einfach für Gleichberechtigung kämpfen. Und wenn es 2021 ein neues Gesetz gegeben hat, das in solche Leute, aber auch in Frauen und ein Leid mit Beeinträchtigung mehr Rechte gegeben hat, dann hat die Mehrheit vom italienischen Parlament dagegen gestimmt. Und wer war natürlich dagegen? Die rechten Parteien. Da sind sie aufgestanden und haben gejubelt. Alter, ich finde das so armselig. Ich glaube, ich sehe selber, dass die ganze Diskussion mit dem TikTok-Video von dem Fuchszeug absolut nichts mit dem eigentlichen Thema LGBTQ zu tun hat. Bist du schon mal diskriminiert worden? Wer sind wir, dass wir andere Leute diskriminieren? Was ist Diskriminierung überhaupt? Wir hindern eigentlich andere, ihr Leben zu führen und einfach glücklich zu sein. Was meinen wir bitte, was wir sein? Ja, Südtirol ist jetzt nicht das erste Land, was mir einfallen tat, wenn ich an einen jungen, modernen, hippen und progressiven Ort denke. Warum wählen wir eigentlich nicht mehr Frauen und junge Leute? Solche, die genau die Themen wirklich vertreten, weil sie sie persönlich betreffen. Wenn Sie wählen gehen, was sind so die ausschlagenden Themen für Sie persönlich? Ich bei den Wahlen wünsche ich immer eigentlich, dass ich quer über die Parteien wählen kann. Weil ich eigentlich Menschen wähle. Ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass es nicht so starke Fraktionszwänge gibt, sondern dass das Argument durchgeht. Für mich ist ganz klar, dass junge Leute, früher war es einmal in einer Frau bewusst, für mich war es heute, dass man junge Kandidaten unterstützt. Was ist gelungene Politik für Sie? Ich denke, was schon ganz wichtig ist, hinhören, was die Leute brauchen. Ich wünsche mir, dass die Opposition einmal sagen kann, was die Regierung gut macht und dass die Regierung auch Anträge von der Opposition einmal zulässt, sondern dass man einfach für das Gute gemeinsam sich einsetzt. Es gibt viele Leute guten Willens und das wird oft in der Presse auch schlechter dargestellt und von der Presse wünschen wir, dass man nicht dieses Schwarz-Weiß und überall kein Skandal und überall irgendwas sehen, sondern eher so als positive Berichte. Das geht ganz, ganz viele Medien. Gut. Mich sehr gefreut. Gut. Ja. Alles Gute. Alles gut, ja. Wir können mehr sozial gerechte Südtirol sein.
Jeder einzelne von uns kann solidarischer sein im Alltag. Sicher braucht auch der normale Arbeitnehmer mehr Vertretung, weil bislang sind vor allem die Lobbys gut vertreten. Löhne und Renten müssen angepasst werden. Und der Gedanke, wenn es in der gesamten Gesellschaft besser geht, geht es auch mir besser. Weil, wenn es ihnen alle Angestellten besser geht, sie mehr gezahlt kriegen, sie sich ihre Wohnung leisten können, wenn es ihnen so Frauen gut geht, sie keine Sorgen haben müssen, wenn es der Frau oder dem Mann hinter der Kasse und in die PflegerInnen besser geht, wenn es in die Rentner und der Jugend besser geht, wenn es ihnen alle gut geht, geht es uns alle gut. Also, du würdest sagen. Nein. Gut. Leute ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung, so wie ihnen, wenn ich da war, hat er von einem Tag auf den anderen humanitären Schutz genommen. Wir müssen eine Festung Europa bauen. Also, Migranten kriegen prinzipiell kein E-Roller geschenkt, keine Rolex-Uhr, kein iPhone und sonstige Fake News, die ja in den Jahren so verbreitet worden sind. Everybody supports women till a woman's doing better than you. Everybody wants you to love yourself until you actually do. It was something about it.